jeden Fall vorhanden. Ja, würde ich ihm empfehlen, dass er eventuell weiter ächzt. Vor allem, er braucht das Gas. Man sieht, er hat massig Mineralien, aber das Gas ist halt ein Problem. Ja, und irgendwie müsste ihm auch klar sein. Na, ja, okay, wenn er, spätestens wenn er die Schmiede zerstört, ja, und es kommen neue Kanonen, spätestens dann müsste ihm klar sein. Ja, und zerlegt jetzt mehr oder weniger die Mainbase. Die Mainbase ist mittlerweile eh uninteressant, was Ressourcen angeht, außer maximal das Gas. Gehen wir mal auf dem Unitap sind wir eh gut. Mittlerweile haben wir 11 Hetzer mit dem Blink und den ersten Damage Upgrade. Ja, naja, gegen 25 Mutalisken ist so eine Frage. Ich würde da eher Phoenix vorziehen statt Phasengleiter. Phasengleiter sind zwar toll, aber naja, sie sind halt auch teuer. Ja. Und Kurociak weiß natürlich nichts von der Echse und versucht jetzt es hier auszuhebeln. Und hat auch mehr oder weniger einen Schwachpunkt gefunden, aber geht den Kampf teilweise trotzdem, ja, und jetzt hat er mehr oder weniger einen Schwachpunkt, das zieht ihn Stance auch zurück. Keine Ahnung, warum er nicht da komplett reagiert hat. Es sind einfach da zu viele Pylonen und das sehen wir das. 20, 19, 18, 17, na, noch nicht ganz, aber gleich 17. Und das sehen wir, ja, da, gegen die vielen Kanonen kann er nichts ausrichten. Das sind's viele und der Kurucerk verliert unnötig, meiner Meinung nach. Wenn er die jetzt wirklich alle verliert, ja, hat er den Sieg praktisch aus den Händen gelegt. Denn da schauen wir an, zwei Mutalisken, ein Mutalisk noch. Eieiei. Ja, wenn jetzt Stance vorwärts geht, Stance hat auf jeden Fall gesehen, wie viel verloren man ist. Stance äxt einfach frech weiter, das macht auf jeden Fall gut. Und ja, und jetzt hat er aber gesehen, okay, da sind massig Mutalisken weggegangen. Gehen wir mal auf die Produktion. Sollte ein bisschen scouten, wir müssten noch irgendwo einen Beobachter haben. Na, wo ist denn der Beobachter? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da haben wir einen Beobachter. Da sollte er noch vielleicht etwas weiter scouten gehen und genau schauen, was vorhanden ist. Denn wir haben zwar wieder 14 Mutalisken, aber auf Dauer kann er sich das auch nicht ewig leisten. Weil die Main ist ausgemeint, in der zweiten, ja, ist nicht mehr so viel. Warum? Der hat sein. Hä? Okay, der hat aus irgendeinem Grund kein Brutschleimpulme. Ja, wie dem auch sei. Und Kurzer probiert es nochmal. Er will da wieder hinein und wird wieder alle verlieren. Er probiert es direkt mit den Pylonen, aber wenn man das sieht, das soll er von rechts ranfliegen, aber nicht direkt in die Main. Und da waren es jetzt 14, 15 Stück wieder, jetzt haben wir wieder nur noch 5 Stück und er verliert eins nach dem anderen. Er sollte meiner Meinung nach einfach scouten gehen, wo eventuell Stands noch vorhanden sind. Weil eins muss ihm ja klar sein, sein Gegner muss ja irgendwie auch weiterkommen, weil was ist, wenn da ausgemeint ist? Wie bewegt er sich weiter? Er sieht, hier ist kein einziges Gebäude, aber ja, und da kommt jetzt Stands sein nächster Schub, kann man mal so sagen. Ist aber jetzt auch wieder so bleiblockt, ja, hat ein paar Pylone verloren und ist jetzt aber mittlerweile auf 24 Hetzer und ja, würde ich sagen, sofern er sich jetzt nicht eine andere Strategie einfallen lässt, der Kurucerk, dann hat er mehr oder weniger verloren. Kurucerk äxt jetzt auch weiter und das sieht aber jetzt auch jeden Moment gleich der Stance. Weil Stance geht wunderschön scouten, gehen wir mal schauen, was der Kurucerk macht. Gehen wir mal auf sein Tab, holt sich jetzt auch einen Hydraliskenbauer, hat jetzt auch wiederum 8 Stück an Mutalisken und ja, weiß nicht, was ihm da genau klar ist. Ich soll wieder mal sagen, jetzt wird er das gleich sehen, aber da bewegt sich jetzt auch. Oje, und da wird fängt der Stance die Mutalisken wunderschön ab, zumindest ein paar da. Und wunderschöner Blink auf Seiten von Stance und hat wiederum ein paar Mutalisken abgefangen. Gehen wir mal schauen, was der Stance genau macht. Ja, und der Stance geht jetzt vorwärts und holt sich das. Spätestens jetzt sollte in Kurocek auf jeden Fall klar sein, what the fuck? Ne? Er muss irgendwo noch was anderes haben, weil oben hat er nur Kanonen gesehen. Gut, gehen wir wieder auf die Gesamtsicht, dass wir uns das anschauen. Aber Stance scheinbar will noch nicht ganz ausrücken. Ist sich da noch ein wenig unsicher, meiner Meinung nach. Ja, ist jetzt dann auf 29 Hetzer, hat auch 147 Supply. Wenn wir uns das anschauen, gehen wir mal auf die Armee. 62 zu 147. Jo, Kurzherg ist mehr oder weniger, würde ich jetzt einmal sagen, klinisch tot. Er besitzt zwar noch etwas jetzt, 28 Zerklinge, aber es ist halt, ja, es sind nur. Ui. Sehe ich da richtig? Na, der eine Menge Stachelgrabler auf jeden Fall. Ja, wenn da jetzt noch ein paar Kolosse dazukommen, dann
Ja, kann er auch mit seiner Stachelgabel nichts machen, weil die Kolosse haben einfach eine höhere Range. Und da ist aber Kurozerk wieder mit etwas. Und ja, das sehen wir jetzt auch, da wird zusätzlich gebaut und mittlerweile 7 Phasengleiter und scheinbar, ja, Stans weiß scheinbar noch nicht so recht, hat den Beobachter, weiß natürlich, was Sache ist, könnt ihr auch eigentlich auch reinfliegen und schauen, was hat mein Gegner, was tut sich da? Hier wiederum keine Königin, besitzt immer noch nur eine Königin und gehen wir mal ins Production Lab, jetzt kommt auch Level 1 Upgrade für Schilde sowie Hydralisken. Ja, die Hydralisken sind sicher nicht schlecht gegen die Hetzer auf jeden Fall, aber in der Kombination von der Menge an Phasengleiter hat ebenfalls 1er Upgrade-Zirkel des Zwielichts kommt jetzt auch noch. Und ja, das ist doch eine riesige Menge. Ja, und Kurozerk sollte es eigentlich sehen, zumindest wenn er sich hier auf der Minimap bewegt, müsste ihm das klar sein, okay, die Felsen, zack. Und ja, ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, der Stance überrennt ihn jetzt einfach, blinkt sich auch direkt hinein. Hier kommt es wiederum zum Showdown. Ja, aber da sind es gleich voll aufgeladene Zerglinge, sind mehr oder weniger schon hin, denn sie konnten sie nicht komplett surrounden. Da sollte eben Stance noch einzelne zurückziehen, aber es ist einfach zu viel auf Seiten von Stance. Das kann der Kurozerk nicht halten. Wie man es gerade gesehen hat, und da sind weitere. Ja, da hat Kurozerk jetzt auch das Spiel verlassen. Da hätte ich aber auch jetzt noch, nachdem da die Hydralisken down sind, hätte ich ihm empfohlen, etwas nach unten zu gehen. Weil er hätte sich ja das durch die Beobachter sich das Stance anschauen können und ganz einfach die Stachelgrabler mit die Phasengleiter praktisch aushebeln. Denn die Stachelgrabler sind keine Sporengrabler und können nicht in die Luft schießen. Ja, dieses Replay hat mir das Stance zugeschickt. Vielen Dank da an dich. Zum Spielresümee allgemein gesagt hat mir gut gefallen. Eines verstehe ich nicht ganz, warum der Kurozerk unbedingt hier hinaus wollte, weil ich sage mal, das meiste Resümee habe ich unterm Spiel schon gesagt. Kleines kommt jetzt noch am Schluss. Denn hier sind massig Kanonen. Das kann er, das funktioniert einfach nicht. Wenn er vielleicht mit Ultralisken reingeht oder mit Brutlords das hinschießt, ja gut, warum nicht? Aber nicht mit den Mutalisken. Der hat gut und gerne 50 Mutalisken praktisch geschrottet hier an die Kanonen und hat nicht gescoutet. Was ist los? Hier haben wir es wieder scouten, scouten, scouten. Dann hätte er festgestellt, hier ist etwas, das hätte er mit seiner Mutaliskenanzahl leicht aushebeln können. Wir haben eine Kanone. Dieses hier, ja gut, hätte er jetzt auch nicht mehr so leicht aushebeln können. Hätte eventuell rundherum fliegen können und da reingehen, so wie er es da einmal versucht hat. Ist aber wiederum auf den Pylonen gegangen statt direkt auf die Sonden. Ne? Da, bei Kurozerk 1 muss ja klar sein, wenn jetzt aus der Sicht von Kurozerk, er sieht, dass Stance, er hat hier was und er hat nur Kanonen hier. Ja, entweder muss ich davon ausgehen, okay, er versucht das jetzt so lange zu halten wie möglich, aber mir muss ja klar sein, mit Kanonen kommt er nicht weit. Das heißt, er muss irgendwas bauen. Wenn ich hier rundherum nichts habe, dann muss ich anderswo schauen, weil die Mineralien sehen auch irgendwann aus und mit den Kanonen, bis er sich da von oben nach unten durchbewegt hat, ne, da vergeht sehr viel Zeit, ne? Und währenddessen hätte er auch theoretisch, wenn das jetzt mit den Kanonen bis hier alles nach unten zugebaut wird und auch so massig, dass ich gegen 30 Mutalisken ankomme mit den Kanonen, das verschlingt so viel Ressourcen, dass er auf jeden Fall mehr als wie eine Echse braucht. Und hätte er halt schalten müssen, hätte sich umbauen müssen und mehr scouten müssen. Zum Stance sei gesagt, ja. Wiederum Beobachter früher bauen und schauen, was mein Gegner hat, dann hätte er in Schößling gesehen, höchstwahrscheinlich wäre er auch frühzeitig dann auch auf Hetzer gegangen, beziehungsweise eventuell auch mehr auf Phönix, weil die Phönix, was dann kommen sind, waren einfach zu wenig. Hat aber meiner Meinung nach gut reagiert. Er hat hier schon einige Kanonen gehabt, hat sich dann mehr oder weniger zugebaut und er ist ja vorher schon Echsen gegangen und hat hier seine Main mehr oder weniger wieder aufgebaut und hat seine ganze Armee aus 3 Warp-Toren aufgebaut, hat sich ja jetzt dann auch Upgrades geholt. Wo haben wir denn die Schmiede? Na, da können wir ja direkt auf die Einheit auch schauen. Ja, da haben wir 111 mittlerweile sowie 010. Ne? Das heißt auf jeden Fall, er hat einfach mehr Schaden da und hat sich, ja, hätte
meiner Meinung nach auch ein bisschen früher loslegen können. Vor allem, das Dance hat einen Beobachter gehabt, einfach einen zweiten Beobachter, vielleicht sogar einen dritten Beobachter bauen. Es zahlt sich immer aus, weil das stelle ich einen zum Beispiel genau hier hin, einen stelle ich oben hin und mit dem dritten gehe ich halt scouten oder wie auch immer, baue ich halt vier oder fünf. Gut, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, aber wenn man anschaut, wenn ich die Ressourcen habe und ein Beobachter nimmt nicht so viel Supply weg, wenn ich mir nicht ihr nimmt, der ein Supply weg, schlimmstenfalls zwei Supply, aber es lohnt sich halt, weil ich entdecke damit unsichtbare oder eingegrabene Einheiten und ja, kann aber schauen, was mein Gegner hat und dann hätte er höchstwahrscheinlich viel, viel, viel früher reagiert. Ja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch bitte auf den Magisch-Button und abonniert mich, gell? Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. In diesem Sinne, euer Little Yoshi.